Hallo, in dieser Anleitung geht es darum, ein Sicherungsplugin zu installieren und damit seine WordPress-Dateien zu sichern. Ich installiere dazu das Plugin BackWP Up, weil das wirklich gut ist. Und ich gehe jetzt hier bei Plugins auf Installieren. So. Und gebe hier untersuchen jetzt ein. BackWP Up, Plugins suchen. Wenn mir das hier oben schon angezeigt, dann kann ich auf Jetzt installieren klicken, bekomme noch mal eine Anfrage, ob ich das wirklich möchte. Okay, ja, möchte ich. So, das wurde jetzt installiert, jetzt muss ich das aktivieren. So. Hier gibt es nochmal Informationen, was man alles mit diesem Plugin machen kann. Und hier unten haben wir jetzt den Bereich BackWP Up. Und ich klicke hier mal aufs Dashboard. Hier werden normalerweise die nächsten geplanten Aufträge zum Beispiel angezeigt oder auch die letzten, also Protokolle über die letzten Sicherungen. Und was wir jetzt machen müssen, ist einmal uns das Einstellungen hier angucken. Da kann man also am besten selber mal gucken, wie viele Aufträge, wo die Protokolle gespeichert werden, Netzwerkmöglichkeiten, API-Schlüsselinformationen. Was wir jetzt aber einfach mal machen wollen, ist einen neuen Auftrag. Und zwar gebe ich jetzt hier mal den Datensicherung 11.8.13. So, jetzt kann ich hier auswählen, ob ich nur die Datenbank sichern möchte oder auch die Dateien und auch die Word-XML-Export-Dateien. Das heißt also die Kategorien, das Menü und so weiter, die Beiträge. Und man kann sich auch eine Liste der installierten Plugins erstellen lassen. In der Regel erstelle ich meine Sicherung eigentlich mit dem Datenbank-Backup. Und manchmal auch mit dem Dateien-Backup, um einfach, sag ich mal, die volle Sicherung zu haben dann. Das reicht eigentlich auch. Von daher würde ich mir die Liste der installierten Plugins jetzt gar nicht mal so unbedingt. Das kann man auch mal zwischendurch machen, muss aber nicht. So, dann kann man das Archivformat auswählen, ZIP-Format, das TAG-ZIP-Format. Und man kann hier sagen, wie man das haben möchte, ob das in einem Ordner gesichert werden soll, als E-Mail versendet, auf einen FTP-Server, in eine Dropbox und so weiter und an wen die Protokolldateien geschickt werden sollen. So, das speichere ich jetzt mal so und bekomme jetzt also praktisch die Datenbank, die Dateien und auch sogar noch das XML, die XML-Datei. Und jetzt kann ich hier im Grunde schon auf Jetzt starten klicken. So, und diese Webseite ist noch sehr frisch, da sind wenig Inhalte drin. Von daher wird das mit der Sicherung sehr schnell gehen. Hat ein Blog oder hat eine Webseite mehrere, also schon ein größeres Volumen, würde ich unter Umständen nur die Datenbank sichern und mir die WordPress-Dateien einzeln über FTP wegsichern. Aber so in diesem Fall ist es eigentlich sehr schnell gemacht, das ist erledigt. Jetzt kann ich praktisch hier unter Datensicherung links unten klicken. Hab hier jetzt das und kann das jetzt zum Beispiel herunterladen. So. Und damit wäre die Datensicherung auch schon durchgeführt. Tschüss.